Willkommen zurück zu Mario Kart Wii Custom Train Grand Prix Revolution. Weiter geht's mit dem Wickler Cup und Baby Mario auf dem Kart. Ich benutze immer nur die Bikes, aber diesmal benutze ich mal ein Kart im Wickler Cup. Und schon allein der Wickler Cup. Game Boy Advance Ribbon Road. Oh ja, das war das mit den ganzen Süßigkeiten. Und da wurde sogar im Hintergrund einiges importiert. Also das sieht schon mal gut aus. Aber nicht zu früh den Tag vor dem Abend loben. Erstmal anschauen, aber sieht schon sehr gut aus. Also da hätte ich irgendwie mit Schlimmerem gerechnet. Aus welchem Grund auch immer. So, wir können nicht wirklich... Ich muss mal gucken, wie man mit dem Kart fährt. Ich fährt mal beim Mario Kart wie mit dem Kart. Okay, ganz anders auf jeden Fall. Stunts gibt's immer noch? Ja. Aber keinen Driften. Autsch! So, die Turbostreifen bewegen sich nicht, aber sie funktionieren. Das habe ich in irgendeinem vorherigen Part auch mal gesagt. Von wegen, die Turbostreifen funktionieren nicht. Im Sinne von, die bewegen sich nicht, aber sie funktionieren. Das meine ich damit. Ja, hier diese Dinger. Also ich erinnere mich gerade ganz schwach an diese Strecke. Ja, waren da auch immer Geschenke im Weg? Bye, bye. Puff. Ja, wenn man böse wäre, könnte man sagen, der Pilz, der da runtergeflogen ist, ist super tot. Wenn man ja gerammt und schwupps, fliegt da so ein Pilz in den Abgrund runter. Herrlich. Ah, ich kann mit Kart nicht gut fahren, das merke ich schon. Die Kurven kriege ich nicht wirklich gut. Aber das soll ja nicht so schlimm sein. Es geht ja um die Strecken, gell? Ich wollte halt mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. So, das war die erste Runde und es sieht wirklich sehr gut aus. Gut, die Hintergründe sind nicht so optimal. Wie gehe ich denn mit dem Kart in die Kurven? Okay, das geht also auch. Mit A und B, also habe ich eben getriftet. Das wollte ich halt irgendwie wissen. Muss ich echt jedes Mal driften? Unglaublich. Dann. Wie komme ich denn mit dem Kart richtig in die Kurven? Alter! Ich sollte schnellstmöglichst wieder umsteigen auf Karts, Bikes. Am besten schon nach dieser Strecke. Also, die Hintergründe sind importiert vom Game Boy Advance, so sehen gut aus, aber ein bisschen verzerrt, aber da wollen wir mal das mal nicht berücksichtigen. Ich wüsste jetzt nicht, was hier fehlt. Ich hab's auch nicht mehr 1000% im Kopf, aber das war sicherlich schon sehr aufwendig hier. Ja. Nur die... Obwohl, die Musik passt eigentlich auch sehr gut. Die stammt ja ursprünglich aus dem Dschungel irgendwo. Die Musik. Aber es hat auch so ein bisschen was Baby-mäßiges. So, jetzt wird aufgeräumt. Ich komm nicht in die Kurven. Keine Ahnung, warum. Ich muss versuchen, noch ein paar Plätze gut zu machen. Das gibt's gar nicht. Also wir werden dann wirklich schon auf das Bike umsteigen. Das geht ja gar nicht. Und da können wir schon mal eine Benotung abgeben, aber ich denke, eine 1- ist hier wirklich das Richtige. Ah, warum keine komplette 1? Naja, schwierig. Schwierig. Auf jeden Fall sehr, sehr gut umgesetzt, auch hier oben mit diesem, mit dieser Deko. Sieht ganz nett aus. Kämpfen ein bisschen um die Position. Ne? Mann! Ich komme mit dem Kart kaum in die Ecken, aber die Strecke gefällt mir gut. Ja. Baby Time! Okay. Ja, eine 1-. Das ist meine Entscheidung. Die Wertung für diese Strecke ist eine 1-. Sieht schon sehr nice aus, aber ich beende das Ganze, weil ich will mit dem Bike fahren. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht, versteht ihr? Es raubt mir den letzten Nerv. Nee, Spaß, aber trotzdem. Ich weiß gar nicht, wie man da vernünftig in die Kurven kommt. Man muss immer Versus-Rennen auswählen. Wollte ich mal gesagt haben, weil schon Leute gefragt haben, warum machst du nicht einfach mit Grand Prix? Das Minibike. Das ist die erste Luigi's Mansion. Okay. Ja, mit dem Minibike, was wollte ich sagen? Ja, mit dem Grand Prix, das darf man nicht machen. Dann stürzt es ab. Und was ist hier los?
Hat das wegen mir geruckelt oder wegen was? Hä? Ist jetzt wegen mir geruckelt oder wegen der Vorschau? Ich glaube, da stimmte was nicht mit der Vorschau. Luigi's Mansion! Da habe ich mich schon vorher öfter gefragt, wo es eigentlich hängt, dass man nie eine Luigi-Piste, also Luigi's Mansion-Piste gemacht hat. Auf dem DS war es dann soweit. Und das sehen wir importiert wieder hier. Ich glaube, das war sogar auf dem 3DS wieder importiert, gell? Kann das sein? Sogar mit den Gemälden. Ja, es ist auf dem 3DS auch drauf, glaube ich. Jetzt muss ich erstmal die Steuerung wirklich... Oh Gott. Oder liegt es am Baby Mario? Ja, die ist auf dem 3DS dabei, oder? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Und die Türen. Ah, Luigi's Mansion war schon ein geiles Let's Play, oder? Und die Blöcke sind auch ein bisschen anders, die Itemboxen. Also Leute, das alles umzusetzen auf die Wii, das war wirklich Arbeit. Mein lieber Herr Gesangsverein. Also die Grabsteine und alles, hey, das ist schon... Da steckt viel Arbeit dahinter. Versuch zu erkennen, was in den Itemboxen drin ist. Das sieht man leider nicht so ganz eindeutig. Ja, aber mal zu Luigi's Mansion. Das ist ein super, super, super Let's Play. Ich finde das Spiel schon immer sehr geil. Der größte Kritikpunkt von der Presse damals, also 2002, wo es rauskam zum Launch des GameCube. Der größte Kritikpunkt war der geringe Umfang. Aber mir hat der Umfang genau richtig gefallen. Länger wäre mir zu lang gewesen. Kürzer wäre mir zu kurz gewesen. Muss ja nicht immer so unfassbar lang sein. Gut, hier sah die Decke eben nicht so gut aus, aber ansonsten ganz gut. Auch mit den Gemälden. Das war ein super Let's Play. Also, ihr könnt ja auf meinem Kanal oben rechts, da steht große Projekte, oder bei den Links steht Projekteübersicht oder Let's Plays Übersicht. Da draufklicken und Luigi's Mansion auswählen, angucken und genießen, kann ich nur empfehlen. Ich habe mir echt viel Mühe gegeben und es war ein geiles Let's Play. Ich habe es genossen. Ich habe aber, glaube ich, jeden Tag ein Part rausgehauen und das hatte, ich glaube, weniger als 20 Parts. Da war das sehr schnell vorbei. Das fand ich von mir selbst ein bisschen blöd, weil das ist so ein geiles Spiel, das hätte man, ja, ich will nicht sagen rauszögern können, aber länger genießen müssen. Da bin ich schon der Meinung. Ja, und es kommt Luigi's Mansion 2. Beziehungsweise es heißt Dark Moon oder so. Für ein 3DS. Natürlich immer wieder die Frage, wirst du es Let's Playen? Ich würde es lieben gerne Let's Playen, aber ich weiß leider nicht, wie ich vom 3DS Let's Playen soll. Emulatoren gibt es nicht und da bin ich eh ein bisschen der Feind von eher. Weil es ja irgendwie... Ich würde am liebsten einfach die 3DS per Grabber oder TV-Karte anschließen, aber das geht ja nicht. Für Otto Normalverbraucher. Aber ich werde es mir auf jeden Fall kaufen. Luigi's Mansion 2. Das in jedem Falle. Und werden wir nochmal drauf zurückkommen. Und die Strecke fand ich dann auch ganz gut. Ja, mal nett. Mal nett. Ich habe nicht mehr die Strecke im Kopf. Wie gesagt, ich weiß die DS-Strecken fast gar nicht mehr. Ich bin aber der Meinung, es war auf dem 3DS drauf. Doch hier mit dem Grabstein, da war doch der Hund draußen und so. Ah, in Luigi's Mansion gibt es ja so viele Verstecke irgendwie. Und die alle auf die Reihe zu kriegen mit dem Käse und den Goldmäusen und was denn da alles war. Oder irgendwo Abflussrohr, wo man gar nicht dran denkt. Da ist dann Goldbarren drin und und. Also in meinem Let's Play habe ich eigentlich fast alles gezeigt. Und ich werde gleich überholt. In meinem Let's Play, ich habe zu 100% gemacht beim ersten Durchlauf. Kann man eigentlich nicht in der deutschen Version Rang A erreichen, was schade war. Aber ich habe mich besser geschlagen als Wert's vorher Let's Play, Zui und Maru und ich glaube Shadow Soul war ich definitiv, hatte ich mehr Geld auf dem Konto am Ende. Da war ich schon sehr stolz drauf. Und die Strecke wurde auch fantastisch umgesetzt und das gibt hier nur noch eins. Auch allein wie die Villa da steht, das sieht schon sehr gut aus. Ein bisschen leblos wirkt schon, ne? Irgendwie schon, aber das war, glaube ich, auch so. Es liegt eher daran, dass ich die Computergegner abgehängt habe. Ja, Note 1 für Luigi's Mansion vom DS und weiter geht's mit dem nächsten Rennen, Leute. Und deswegen machen wir jetzt weiter und schauen uns mal die nächste Strecke an. So, Donkey Kong Dschungeltour. Also zwei neue Strecken haben wir nochmal. Donkey Kong Dschungeltour. Also ein neuer Dschungel-Level. Mhm, ja, okay. Ja.
Ja. Versprüht doch nicht den Klemmer, den die ersten beiden strecken in diesem Part. Aber die Karte rechts, das sieht schon mal irgendwie ganz interessant aus. Strecken die sein. Aber der Turbostreifen funktioniert mal richtig. Also er ist richtig animiert. I like. Warum ist da so eine Kanone? What the hell? Wie im Cooper Cup jetzt? Hallo? Ich habe gar nicht mehr nach oben gedrückt. Er hat weiter sein Dings ausgeführt. Hey, wie im Cooper Cup? Also nicht im Cooper Cup, sondern im Cooper Cup. Heiliger Bimbam. Naja, das ist ein bisschen verwirrend. Das ist ein bisschen verwirrend gewesen, ey. Hier wird man zum Glück nicht langsamer. Bye bye. Baby Mario, ja, ein Leichtgewicht, logischerweise. Okay, hier ist die Brücke und man kann da nicht automatisch drauf. Das finde ich ganz gut, dass man das so einprogrammiert hat. Also ich wollte ja drauf landen. Wäre eigentlich auch drauf gelandet, aber ist halt irgendwie unmöglich gemacht worden. Okay, das war die erste Runde. Eine interessante Strecke auf jeden Fall, finde ich. Oder? Ja. Ich glaube, das basiert so ein bisschen auf Donkey Kong vom GameCube, was ja auch auf der Wii drauf war. Donkey Kong Bergland oder wie es hieß. Wegen der Kanone da quasi. Jetzt fährt man den Berg wieder runter, sozusagen. Ich räume auf. Blauer Panzer, sehr schön. Man könnte echt volle Kanne drauf landen. Ah, ich will immer da lang. Ja, durch das Wasser ist es nicht so gut gekennzeichnet. Das ist für mich der größte Kritikpunkt an dieser Strecke, diese eine Stelle. Zum einen auf die Brücke, wo man irgendwie immer drauf fallen würde. Der Wasserfall ist nicht animiert, aber lassen wir das. Eieieiei. Und man weiß nicht, wo es weitergeht. Also ist keine Abgrenzung da und nichts. Aber ansonsten sieht es sehr gut aus. Ansonsten gar nicht so übel. Ich mag zwar solche Passagen nicht, aber insgesamt macht der Level einen sehr niceen Eindruck. Also gerade, wo ich das eben so überflogen habe. Die Landschaft mit dem Wasserfall und so ist schon sehr nice aufgebaut. Hey, da links geht's auch lang. Das ist bestimmt eine Abkürzung oder da gibt's Items oder Turbostreifen. Was? Donkey Kong Jungle Beat? Das sehe ich ja jetzt erst. Da hinten steht Donkey Kong Jungle Beat. Das hier ist der größte Kritikpunkt. Jetzt wurde ich sogar zurückgeschleudert. Halt eine unsichtbare Mauer und so. Es wurde halt nicht klar gekennzeichnet. Ja, Donkey Kong Jungle Beat, auch ein tolles Spiel. Okay, ich habe es nie gespielt, aber mit den Bongos von Donkey Kong war ganz nett, denke ich. Ganz nett. Hey, ich bin sogar Dritter. Was zur Hölle? Ich fahre auch hier immer ins Grün rein. Das gibt Minuspunkte, muss ich sagen. Das gibt Minuspunkte. In einer ansonsten tollen Strecke, die mir gefällt. Meine Bewertung für diese Strecke ist eine 2 plus. Ich wäre fast verlegen, eine 1 minus zu geben. Aber da hat die Strecke doch ein paar Patzer. Aber sieht optisch sehr gut aus. Ziemlich viel dabei, abwechslungsreich mit dem Wasser, sieht gut aus. Das ist schon recht ordentlich. Gut, Leute. Der Wickler Cup bislang wirklich umwerfend, also sehr gut. Jetzt kommt noch Rocky Cliff. Ob wir hier Rocky begegnen werden, das steht auf einem anderen Blatt. Wird man sehen. Aber weiter geht's. So. Ah, da haben wir mal ein paar Wickler. Hatten wir schon Wickler überhaupt gesehen im Wickler Cup? Weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Ich glaube schon, ne? Auf jeden Fall sind jetzt Wickler da. Okay, Publikum. Jubelt mir schon mal zu. Danke, danke. Bye, bye. Ich habe gar nichts gemacht. Das kommt, wenn ich überhole, oder was? Hä? Was zum Geier? Ich habe das schon gemerkt, dass die Computergegner rechts rum sind. Aber what the hell? Die bleiben da hängen, gut. Doch ein bisschen verwirrend. Aber viel los. Und das gefällt mir eigentlich. Eieiei. Eieiei.
Och, Wickler. Umwickel mich. Mich. Mit dich. Also die Computergegner haben mir echt große Probleme, merke ich. Autsch. Es ruckelt auch ein paar Mal. Warum das denn überhaupt? Sorry. Ah, ich glaube, das ist eine sehr gute Strecke, aber immer noch die schlechteste Strecke in diesem Cup. Oder? Ja, schon. Wie sie da hängen bleiben. Schlecht programmiert. Also, keine Ahnung. Ist sicherlich nicht einfach, das zu programmieren. Aber trotzdem, bleiben sie da hängen. Die eine Abkürzung werde ich versuchen zu nehmen. Was ist denn hier so zum Beispiel noch los? Ah, mit dem Pilz geht das schon noch besser. Also die Abkürzung noch besser zu nehmen, meine ich. Ist klar, ne? Ja, aber wir haben schon ganz andere Strecken gesehen. Wir haben schon ganz andere gesehen. Ich werde jetzt versuchen, da die Abkürzung zu nehmen, aber wie macht man das am besten? So! Jetzt können wir auf der Karte mal gucken, was wir da abkürzen. Ja, gehen den Weg halt anders, ne? Und vor allem gehen wir langsam. Das wirklich eine Abkürzung war. Das war als eine gedacht, aber ob es eine war. Also ordentlich was los und das gefällt mir sehr gut und es bekommt von mir die Note 2 minus. Ja, das ist halt ein bisschen verwirrend, finde ich. Also viel los und es kommt mir sehr positiv. Aber, weiß nicht. Und die Computergegner bleiben hängen. Was soll man dann noch machen? Okay, Leute. Dann würde ich sagen, wenn es gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und verpasst auf keinen Fall den nächsten Part. Leute, bis dann und ciao.